Islam never failed of me. Jesus' love never failed of me. Jesus' love never failed of me. That one thing I know, that he loves me so. Wollen Sie Suppe? Hat frisch gekocht. Garantiert keine Pharma-Tütensuppe. Alles, was da drin ist, ist frisch. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Kommen Sie. Mach müde. Was? Diese Zeiten. Dass jemand glauben kann, dass diejenigen, die über Macht und Privilegien verfügen, das Heilmittel gegen den Zusammenbruch hätten, den sie verursacht haben. Hallo? Das ist in etwa genauso logisch, wie ein Haar des Hundes zu essen, der einen gebissen hat, um die Tollwut loszuwerden. Ich habe mein Leben lang gelernt, mich weiterentwickelt. Disziplin. Ich habe alle meine Bedürfnisse klar den Erfordernissen meines Jobs untergeordnet. War taff genug, um mit Stress umzugehen, war nie krank, exakt, verlässlich, belastbar. Als mein ganzes Erwachsenenleben habe ich für diese Firma gearbeitet. Es gab viele Umstrukturierungen. Teilweise musste ich dann die Entlassung durchsetzen, tut man nicht gern, aber ich war der Firma verpflichtet, etwas Höherem. Ich meinte, öfters saß ich wie spät Abend im Büro. Meine Frau beklagte sich, dass sie mich nie zu Gesicht bekam. Die Kinder sah ich, wenn dann überhaupt, Wochenende. Wobei ich auch dann manchmal noch mal ins Geschäft musste. Aber ich trug Verantwortung. Da muss man eben auch mal Dreck fressen. Irgendwann stieß ich auf diese Unregelmäßigkeiten. Große Posten, Medikamente, die zuerst aus den Regalen und dann aus den Rechnungen verschwanden. Es bewegte sich im Bereich von sechsstelligen Summen. Ich protokollierte alles, ich sicherte die Dokumente, ich sammelte alles, was mir in die Finger kam. Und dann ging ich mit diesen Unregelmäßigkeiten zu meinem direkten Vorgesetzten. Er bedankte sich bei mir und meinte, ich solle mir darüber den Kopf nicht zerbrechen. Die innere Revision würde sich schon darum kümmern. Revision. Re, lateinisch, nochmal, wieder. Videre, anschauen, betrachten, ansehen. Ich weiß ja nicht, was die sich tief in der inneren Führungselite der Firma noch mal genau angeschaut haben. Ich weiß nur, wie es für mich weiterging. Vor 6 Jahren, am 30. Juni morgens um 9 im Büro von Wolfensberger, der rumdruckste und meinte, das ist nicht persönlich gemeint, du weißt ja, wie das läuft, sagte ich. Danke. Ich weiß auch nicht warum, es wäre einfach so rausgerutscht. Danke.
ins Auto gestiegen, losgefahren, ganzen Tag, die ganze Nacht. Wenn du jetzt den Fuß vom Gas nimmst, dann wird's wahr. Also fahren, 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 fahren. Ugal de Vieta. Ugal de Vieta. So hieß die Autobahnraststätte auf der A8, kurz vor Bilbao. Da haben sie mich am nächsten Morgen aufgelesen. Auto völlig zerschrammt. Ich auch. Stationärer Aufenthalt, Reha, Achtsamkeitsübungen, Maltherapie, Gespräche. Wie groß ist Ihre Lust oder Ihr Wunsch zu sterben auf einer Skala von 1 bis 10? Während meiner ganzen Arbeitszeit war ich mir nie bewusst über meine Stellung, die vielen aufmerksamen Blicke, Sehnahrung. Plötzlich beachtet die niemand mehr. Zurück aus der Klinik. Ich schrie meine Frau wegen Nichtigkeiten an, meine Kinder gingen mir aus dem Weg. Am Anfang habe ich noch versucht, meine Freunde zu treffen, ehemalige Arbeitskollegen. Hat nicht funktioniert. Ich war ihnen lästig. Aber diese Unregelmäßigkeiten, die verfolgte ich von zu Hause aus weiter. Und als ich genügend Beweise zusammengetragen hatte, da schrieb ich an Seco. Keine Antwort. Vom Büro des zuständigen Bundesrates, da erhielt ich ein Schreiben, in dem man sich bei mir bedankte und mir versicherte. Moment. Moment. Da, hier. In dem man mir versicherte, dass sich Bürgerinnen und Bürger unseres Landes für Transparenz und Gerechtigkeit einsetzen, sei eine ehrenwerte Sache. Ah, ehrenwerte Sache. Ehrenwerte Sache. Dann aufgehört, Arbeit zu suchen. Ich trug diese Vorstellungsgespräche, den Anblick dieser aufgereihten, förmlich lächelnden Personen hinter dem immer gleichen Tisch mit dem bereitgestellten Mineralwasser nicht mehr. Fluchtreflex. Wie der Wolfensberger dreinschaute. Einzelne Sätze seines Kündigungsgespräches. Ein nicht enden wollendes Vernichtungsmantra. All diese kleinen hässlichen Details dieses Verrats. Es ist gut, auf Schwierigkeiten zu treffen, denn wer niemals gelitten hat, hat seinen Charakter nicht vollständig abgehärtet. Yamamoto Tsune Tomo. Als dann meine Frau mit den Kindern auszog, war das nur folgerichtig. Ich habe ein paar Sachen gepackt, die ich behalten wollte, und ging. Frau und Kinder wieder zurück ins Haus. Manchmal gehe ich dran vorbei, schaue durch die beleuchteten Fenster, wie sie leben, wie sie essen,
trinken, schlafen. Irgendwann würde ich meine Kinder gerne wiedersehen. Mein Ältester hat letztes Jahr mit dem Studium begonnen. Betriebswirtschaft, naja. Ich hoffe, er wird einmal verstehen. Ich will nicht mehr zurück. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, war es voller Arbeit, die nichts mit mir zu tun hatte. Wenn ich auf diese Zeit zurückblicke, dann ist es wie ein Dokumentarfilm über eine fremde Spezies. Wollen Sie noch ein bisschen Suppe? Garantiert sauber.